Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Das Widerrufsrecht, das die AfD hier für Handwerkerleistungen verändern möchte, das wurde eingeführt, um Verbraucherinnen und Verbraucher vor Überrumpelung und für Übervorteilung zu schützen. Diese Gefahr besteht bei Gesprächen unter vier Augen in den eigenen vier Wänden. Das Widerrufsrecht ist ein Schutzrecht für Verbraucherinnen und Verbraucher, die in vielen Lebensbereichen eben keine Profis sind. Ein Problem, das wir Verbraucherschützer übrigens haben, ist, dass viele Menschen diese Regelung gar nicht kennen und daher von ihr gar keinen Gebrauch machen. Für die Linke ist es wichtig, dass Verbraucherinnen und Verbraucher über ihre Rechte aufgeklärt werden, um nicht von den unlauteren Unternehmen über den Tisch gezogen zu werden. Die gibt es nämlich leider auch. Es ist die Ausnahme, aber es gibt sie, und sie bringen die Branche in Verruf. Und unlautere Unternehmen sind unserer Ansicht nach nicht schutzbedürftig. Nun meint die AfD, dass diese Widerrufsregelung insbesondere Handwerksbetrieben Probleme bereiten würde. Bürokratie müsse abgebaut werden. Das ist ja ein gern bemühtes Stichwort. Komischerweise besonders gern, wenn es um die Beschneidung von Verbraucherrechten geht. Leider ist es bei der AfD wieder mal nur eine irreführende Symbolforderung. Sie schaffen ein bedrohliches Spukgespenst, undurchsichtige, unüberbrückbare bürokratische Hürden und machen sich dabei selbst zum Geisterjäger. Natürlich gibt es Probleme mit übertriebener Bürokratie, die das Handwerk auch belasten. Das stimmt. Und das kritisiert die Linke auch. Aber hier reden wir über eine Widerrufsbelehrung, die der Gesetzgeber vorformuliert hat. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, das auszudrucken. Das ist so der Text. Ich habe es groß gedruckt. Ne? Also das ist, darüber reden wir jetzt hier. Das ist die übertriebene Bürokratie. Also ich bitte Sie. Die Linke hat einmal mit den Betroffenen über das Gesetz gesprochen. Der Zentralverband des deutschen Baugewerbes sieht in der Umsetzung des Gesetzes keine Herausforderungen. Ihr Beispiel mit der Steckdose, das Sie gerne bemühen, ist ja auch gerade schon gesagt worden, dass das ist einfach nicht wahr. Natürlich muss die Steckdose bezahlt werden. Auch der Zentralverband des deutschen Handwerks hat uns gesagt, dass sie nie auf die Idee gekommen wären, eine Änderung zu fordern. Und sie haben uns auch gesagt, dass sie von der AfD nicht instrumentalisiert werden möchten. Und spätestens das macht doch deutlich, dass es der AfD nicht um Rechtssicherheit oder die Sorgen der Verbraucher oder der Handwerker geht. Es geht um eine Selbstinszenierung als angebliche Beschützerin der kleinen Leute. Und das ist lächerlich. Und ich muss Ihnen schon sagen, die Argumentation der AfD, dass das ja eine so unübersichtliche Anforderung sei, die gerade die kleinen Handwerksbetriebe überfordert, das hat mich nicht nur überrascht, das ärgert mich auch. Denn mein Schwiegervater ist Malermeister. Und der führt mit meinem Schwager zusammen einen kleinen Betrieb in Ostfriesland. Und er hat mir gesagt, dass er mit dem Handwerkerwiderruf überhaupt keine Schwierigkeiten hat. Und ist es Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass sowohl den Handwerkern als auch die Kunden, dass die von der Widerrufsbelehrung auch profitieren? Denn sie bietet beiden Seiten Rechtssicherheit. Und genau das hat auch der Zentralverband des deutschen Handwerks bestätigt. Es wird deutlich, die AfD hat von der Lebensrealität der Menschen keine Ahnung. Die Handwerker zu doof, der Kunde überfordert. Das ist die Quintessenz der Argumentation und das zeigt auch, welches Menschenbild sie pflegen. Kolleginnen und Kollegen, reden wir doch über die tatsächlichen Probleme des Handwerks. Wie können wir sicherstellen, dass wir europaweit einheitliche Rechts- und Qualitätsstandards haben und damit dem ruinösen Unterbietungswettbewerb auf Kosten der Beschäftigten, auf Kosten der Qualität, dass wir dem Einhalt gebieten? Verbraucherrechte schützen auch Qualitätsstandards. Es gibt kein Gegeneinander von Verbraucherschutz und Handwerk. Es ist ein Miteinander. Qualifizierte Handwerker profitieren davon. Ein weiteres Problem, das real existiert, ist, dass viele Betriebe keine Auszubildenden mehr finden. Und das hat eben nicht nur mit veränderter Bildungsstruktur zu tun, sondern auch mit der Bezahlung während der Ausbildung und im späteren Berufsleben. Und auch deshalb streitet die Linke für einen höheren gesetzlichen Mindestlohn, für einheitliche und gute Bildungsstandards und eine Verstärkung der Arbeitnehmerrechte. Wir kämpfen für ein Verbot der Leiharbeit. Das sind die tatsächlichen Herausforderungen. Die muss man diskutieren und die muss man lösen. Damit müssen wir uns befassen und keine Gespenster jagen. Vielen Dank. Jetzt erteile ich zu einer kurzen